So, willkommen zur letzten Folge, die für diese Woche. Heute werden wir erstmal anfangen, damit unser kleines Feldlein zu bauen. Damit wir dann nächste Woche bei unserer Wohnung Dach und Fußboden ausbauen können und dann hoffentlich die Felder komplett umziehen können. So, erstmal gucken, wir müssen erstmal ein bisschen Terraforming machen, ne? Das Feld muss hier ein bisschen größer werden. Zuallererst werden wir dafür mal diesen Baum hier abschlachten. Ja, sein Fleisch wird gut schmecken. Wenn ich spreche, so. So, und dann werden wir hier erstmal schön alles... Ja. Alles, was hier so an Pflanzen rumkeucht und fleucht, erstmal schön weg. Grabbeln, weil wenn wir jetzt hier einfach überall Sand drauf pflanzen, das wäre natürlich eine Verschwendung, weil dann wäre halt alles einfach weg. Von daher machen wir das mal lieber ordentlich. Das heißt, hopp. Ja, ich weiß, hier oben müssen wir natürlich auch noch den später aufräumen, klar. Wir müssen mal gucken, wie groß die Fläche überhaupt werden soll. Okay, Unkraut entfernen ging ja schneller als gedacht. So, dann brauchen wir ein bisschen Sand. Hab eine Wüste dort, wo nur vertrocknete Erde ist, dort bin ich. So, Erde war hier drin. Erstmal Taschen ausleeren. Immer so eine Lücke drin sind. Woher kommen die? Ist das so eine Laune vom Mäppchen oder haben die eine Bedeutung oder so? Hier auch überall. So, die Frage ist, wie breit wird unser Feld? Machen wir es so breit wie das Haus? Oder machen wir es sogar noch breiter und lassen es denn hier, das denn hier so rumgehen quasi, so ums Haus drumherum? Lalala. Wir fangen am besten auf jeden Fall auf der Seite hier an, weil hier wissen wir genau, hier können wir nicht allzu weit in die Richtung gehen, weil ja hier der Nachbar wohnt. Das heißt, wir werden hier erstmal bis zu... der Fläche hier das Feld komplett bauen. Okay, das Gras war natürlich ein bisschen
Hätte ich mal abbauen können, aber ganz ehrlich, egal. Die zwei Grasbüschelchen ist jetzt auch nicht so, dass man da sagen kann, Ronny hat die Welt zerstört. So, lalalalalalala. Oh, aber die Zwiebeln, die müssen wir retten. Da haben wir noch nicht genug davon. So, hier gehen wir dann langsam so ein bisschen rum. So. So, the question is, ja, eben. Reicht das so von der Länge her aus? Eigentlich schon, ne? Viel länger braucht es gar nicht sein. Das ist so schon groß genug. Ja, okay. Easy. Dann machen wir das genauso. War klar. Das war so klar. Das war klar wie Kloßbrühe. Gut, ich mach das Ding erstmal. Ja, bis hier so. Ja, ich mache den Boden hier drunter mal lieber solide, weil ich will ja hier später auch noch Wasserkanäle hinzufügen. Und dann müssen wir da später nicht mehr drauf achten, wo da jetzt Löcher im Boden sind und wo nicht. Deswegen mache ich gleich alle Löcher weg. Ich glaube mal, das bietet sich an. Oh, langsam wird die Erde knapp hier. Aber ich würde mal sagen, mit dem ersten Bereich des Beets sind wir soweit auch schon mal durch. Von der Größe her lassen wir das so erstmal. Das sollte erstmal, das was wir haben, sollte es erstmal fassen können. Von daher, easy. Gut, dann lasse ich jetzt hier den ganzen, entferne das noch das gesamte Unkraut hier. Und ja, mittlerweile zähle ich Zwiebeln auch zu Unkraut, einfach weil es sich so verbreitet wie Unkraut. Achso, halt, warte mal, warte. Ah, seht ihr, wir haben einen Fehler gemacht. Das muss noch eins weitergehen. Weil das Feld geht bis hier, aber neben dem Feld soll immer noch ein Block frei sein. Einfach wegen Optik und so. Geronimo gestorben. So, perfekt. So, easy. Haben wir hier genauso gemacht. Da haben wir auch quasi bis hier geht das Feld. Und hier haben wir noch eine Reihe mehr gemacht. Einfach, weil es besser aussieht. Siehst du, wir haben überhaupt noch eine Area? Oh, Glück gehabt. Ey, das ist genau weit genug. Okay, wir hätten hier genau auch noch hin machen können, aber... Ja, auf jeden Fall ist der Bereich, den wir hier ausgewählt haben, ist genau sogar noch in unserem Bereich drin. Nice. Glück und Unglück. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen, ja, schön. Ist auch schon wieder ein Loch. Ah! Alter, hier auch schon wieder, was ist nicht los? Vor allem, bevor ich die Löcher zustopfe, sollte ich mal erstmal darauf achten, ob hier noch was drinne wächst. Wetten, da waren gerade Diamanten drinne, die ich jetzt einfach begraben habe. Es tut mir so leid.
So, lange sieht es doch aus wie eine freie Fläche. Freie Bahn mit Baktipan. Oh, Weintrauben. Kann man daraus auch Wein machen? Also Weinreben gibt es auf jeden Fall. Weinreben. Und jetzt? Ich meine. Ich versuch's mal im Englischen. Wer ist das im Englischen? Eigentlich gleich, oder? Ach nee! So heißt das im Englischen. Gibt's auch nichts. Schade. Also kann man entweder, also entweder heißt es anders oder man kann daraus keinen Wein machen. Schade. Na gut. Lassen wir das. So, der Baum kann hier eigentlich tatsächlich sogar bleiben. So. Haben wir hier schon mal eine schöne Fläche? Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt nochmal zu unserem Feld, damit es ein bisschen aktualisiert wird. Hallo? Oh, unsere Sättigung geht den Bach runter. Ach komm, essen wir hier. Wir haben halt mehr als genug Zwiebeln. Von daher, easy. So, aha, die ersten Sachen sind schon wieder hier fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hier so? Die Äpfel wachsen extrem langsam. Das gefällt mir nicht. So, auf jeden Fall brauchen wir Scheiße. Ich brauche noch einen Eimer. Gut, dann bereiten wir unsere Felder jetzt auf jeden Fall soweit schon mal vor. Ach komm, jetzt mal hier. Das heißt, wir brauchen eine Hoe. Wir müssen erstmal wieder rein. Uns eine Hoe suchen. Vielleicht hätten wir den Durchgang doch noch ein bisschen lassen sollen, solange wie wir hier mit den Feldern machen. Das war vielleicht ein bisschen vorgegriffen, das Ding zu bauen. So, Eisen haben wir. Ja, haben wir dabei. Das heißt, du kommst noch da. Jetzt kommst du, wir hatten bereits einen Eimer. Nein, hatten wir nicht. Sehr schön. Machen wir uns vielleicht zwei Eimer. So muss ich jetzt zweimal rennen. Ach komm. Folge die Länge ziehen ist doch meine Lieblingsangewohnheit. So, Felder machen wir mal vier Breiten, ne? Jetzt weiß ich gar nicht. Muss Wasser immer also reicht Wasser immer drei Felder weit oder vier Felder weit? Wir gucken einfach mal. Wir probieren einfach mal ein bisschen aus. Brauchen immer noch Know-how, habe ich schon wieder vergessen. Ach, Alter, was ist denn hier los mit mir? Ich hau mich gleich, ey. Hau, 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 hau. Hau, 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 der Weihnachtsmann. Okay. Ja, sollte erstmal reichen. So. Okay. Komm, jetzt machen wir weg hier. Geht mir gerade sowas von hart auf den Sack hier. Weg da. So, also hier soll unser Feld gehen. Hier ist eine, ne, immer ein bisschen Lücke. Das heißt, unser Feld beginnt genau hier. Hier. Das heißt, das Wasser müsste dann, wenn es reicht bis dahin, hier rein. Und jetzt können wir gucken, ob das von Länge her reicht, ob das hier alles nass wird oder nicht. Wollen wir was? Also wie gesagt, das Problem ist immer, ne, bei mein Test oder bei meinem Klon reicht das bis 4 und bei dem jeweils anderen nur bis 3. Und ich verwechsel immer, was bis was geht. Aber glaube ich, war mein Test nur 3 und mein Klon bis 4. Das heißt, der hier dürfte wieder trocken werden. Gleich, bald irgendwann mal. Hm.
Wobei ich auch sagen muss, 3x3 Felder könnten auch schon fast ausreichen, oder? Ja, okay, ist wieder trocken geworden. Okay, das heißt, hey, der ist auch trocken? Hm? Was ist denn hier los? Okay, was ist jetzt gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Also wenn es beide wieder trocken werden, dann ist ja mal, also dann ist ja mal ein Virus drin. Ja, wie wär's mal mit hinne machen? Hallo. Ich bin's. Als Berliner. Hey, hallo. Hallo. Ja, sag mal, was ist nicht los? Wieso wird denn nicht feucht? Bin ich nicht sexy genug, dass er feucht wird, oder was? Arschloch. Auf jeden Fall, ja, scheint es wirklich zu sein, sind nur drei Breite. Warum der hier nicht feucht wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der gleich wieder trocken, wobei der ja auch trocken wurde. Hat also scheinbar auch nichts zu bedeuten. Eine Scheiße, Alter. Okay, ich hole auf jeden Fall nochmal Wasser. Wasser. Ein Eimer Wasser, so rum. Ja. Ah, siehst du, gleich nochmal weiter gewachsen. Easy, so muss das sein. So, gehen wir hier nochmal hinten hin, damit die Erdbeeren auch schon. Jawohl, die ersten sind schon fertig. Da. Nee, noch nicht ganz, siehst du. Die oberen sind schon fertig, aber jetzt würde man denken, okay, kann ich abernten, aber hier unten ist noch eine rosane. Und genau das ist nämlich die Falle. Die hier müssen auch rot sein. Erst dann ist das wirklich komplett fertig. Das ist so unfair. Man muss wirklich auf jede scheiß Kleinigkeit achten, sonst wird die Erdbeeren verloren. Das ist, ne, ganz schön undankbar. Das Leben ist grausam. So. Gucken wir mal. Ja, mittlerweile ist man nass geworden hier. Jo, das heißt, ach, komm. Ich werde das hier noch mal einmal probieren, weil... Oh. Ich fand das jetzt gar nicht so repräsentativ. Jetzt müssten die drei wieder trocken werden. Erst wenn die drei jetzt alle treu trocken werden und alles andere nass wird, dann bin ich mir sicher, dass das nicht wieder irgendein Bug ist, der hier. Ne, weil der wurde ja auch trocken, obwohl der definitiv nicht weit genug weg war. Zu weit weg war. Ah, okay, doch. Das sieht so. Das sieht so aus. Okay, doch. Na gut. Dann kannst du weg. Du auch. Das Wasser kommt da rein. Das Wasser kommt da rein. Dich kann ich gleich mal mitnehmen hier. Und dann könnt ihr zugebaut werden. So. Jetzt gucken wir mal, wie lang die Felder werden. Wir sollten schon eine mitzählen, ne, damit es auch eine brauchbare Zahl wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nein, bis hier können wir nicht gehen, weil einen Block weiter könnten wir nicht gehen, weil hier ist ja schon wieder Ende. Ne, hier ist ja nicht mehr unser Bereich. Allerdings wären genau 20, wäre halt eine geile Zahl, ne? Scheiße. Machen wir. Da brauchen wir zwar definitiv irgendwo her Erde. Oh.
wir machen hier auch mal komplett, ne? So eine kleine Ecke reicht hier vollkommen aus, damit es ordentlich aussieht, sag ich jetzt mal. Wohl eine komplett spitze Ecke würde halt einfach wirklich scheiße aussehen. Ja. Schade, ich dachte unser Sand und unsere Erde würde noch reichen, damit wir das Feld ein bisschen in die Richtung hier verbreitern können. Aber glaub mal, so viel Erde, wie wir hier schon verbrauchen, das wird leider ein Traum bleiben mit dem Feld erweitern. Wechsel Äpfel hier mal wieder nach. Wäre geil. Ha. Okay, so, jetzt haben wir genau eine Länge von 20. So. 1, 2. Ja, ich zähle extra nochmal zur Selbstverifizierung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Perfekt. Absolut perfekt. Die ist jetzt hier doch schon wieder trocken geworden. Das ist so dumm. Warum ist das so? Ach nee, Quatsch. Der war schon trocken, bevor wir das wieder zurückgelegt hatten. Easy. So, das heißt, jetzt wäre die Frage. Ich würde das am liebsten richtig geil machen. Das heißt, da machen wir auch. Das heißt, hier kommt wieder ein Dreierfeld hin. 1, 2, 3. Hier ist dann ein Weg, kommt also gar nichts hin. Dann kommt hier wieder ein Feld hin. 1, 2, 3. Und hier kommt das Wasser hin. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Machen wir gleich mal dreimal. Können wir hier mit gleich Wasser rein. Also Wasservermehrung machen. 1, 2, 3. Weg. 1, 2, 3. Wasser. 1, 2, 3. Weg 1, 2. Gut, lassen wir. Da können wir jetzt machen, wenn wir hier weiter erweitern können. Wir brauchen definitiv noch mehr Erde. So, erstmal machen wir hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kiste wieder ab und zu immer schön zu unserem Beet gehen. Damit das auch ja weiter wächst, während wir hier schon mal das alles vorbereiten. Muss ich in der nächsten Aufnahme auch dran denken, dass wir immer mal wieder hier hingehen. Ah, das sieht fertig aus. Das ist perfekt. Das ist eine perfekte... So, perfekt. So, perfekt. Das hier, Katastrophe. Okay, hier ist auch schon mal alles fertig. Sehr schön. Sieht doch geil aus. Der Sättigung schon wieder. Sättigung ist 9,2. Das ist traurig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber ich poste auf Facebook Bilder, heißt mein Testprofil Bilder so ein Titanic-Schiff. Warum nicht mein Test? Was schreibe ich denn hier? Forum. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch eine Hoe. Damit wir hier alle schön hauen können. Ja, das wird ein Spaß. Okay. Wir haben kein Holz dabei. Ey, komm, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr.
Ja, ich tue es. So, easy. Genau. Guck mal, wie so viel Holz auf Reserve. Alter Schwede. Wer weiß. So. Und da war es auch schon leer. Was? Ach ja, ist ein Gang Wasser drin. So, boah, die Stimme. Alter, voll Kloß im Hals. Eigentlich ist die Aufnahme eh vorbei. Meine Stimme verlässt mich nämlich gerade. So, ja. Soweit jetzt. Und dann nächste Aufnahme werden wir auf jeden Fall hier das Ganze fortführen. Die fällt natürlich auch. Und dann, genau, erstmal beim Dach weiterbauen, dann den Fußboden und dann die Felder um. Also das, was am Wasser da wächst, quasi hier hinpflanzen. Können wir ja nochmal hingehen, damit die Felder auch nochmal schön abgedatet werden. Paar Zwiebeln essen. Easy. Weil meine Stimme ist gerade komplett tot. So. Gutchen, würde ich mal sagen, machen wir genau an der Stelle Feierabend, damit ich später genau weiß, wo wir weitermachen müssen. Ja. Verlässt sich meine Stimme genau im richtigen Moment. Damit sind wir nämlich für die Woche durch. Da würde ich mal sagen, Charo mit V. Jo. Perfekt.